Was geht ab, Leute, Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Den haben wir. Der hat mich gerade schon fast gesehen, aber linsen wir einfach um die Ecke. Dann sollten wir ihn kriegen auf 3. Ich kann mich leider nicht um die Ecke lehnen irgendwie, keine Ahnung. Gute Nacht. Zweimal in die Brust. Ich komme, Schwestern. Mit einer Pistole? Ich dachte, die sind schwerer bewaffnet. Farah! Hierher! Schwestern, du bist raus! Ich wusste es. Die Wachen, wo sind sie hin? Barkos Truppen werden angegriffen. Wir müssen weg. Öffne die Tür, Schwester. Dafür ist der Schlüssel da. Oh, nice. Ja, hier, da sollte eine Waffe erstmal bekommen. Perfekt. Kill mit diesen kranken Idioten. Schnell, wir überraschen sie. Wie? Zielt und schießt, bis sie tot sind, wie besprochen. Gut gemacht. Gut gemacht, Schwestern. Barkov hat die anderen im Lagerhaus eingesperrt. Macht schnell, bevor alle tot sind. Okay, ja. Karim. Boah, Granate. Oh mein Gott, wie viele! Die Frauen-Squad macht alle fertig. Ich gebe volle Breitseite, trotzdem gehe ich drauf. Manchmal habe ich halt die Superheldenkräfte und manchmal haben die Superheldenkräfte. Da kann man nichts machen. Guck mal hier. So lecker heute, die Granaten. Ah, ich dachte, ich erwische damit alle. Das ist interessant, dass man im Singleplayer von Call of Duty mal nicht vorpreschen kann. Wie kann ich denn bitte den nicht an der Kiste getroffen haben? Die haben sich um den gekümmert. Perfekt. Dann weiter. Helikopter! Es ist Helikopter! Feigling, haut ab! Was erwartest du von einem rückgratlosen Hund? Befreien wir die anderen aus dem Lagerhaus, bevor es zu spät ist. Mir nach, Schwestern! Komm schon, Karim! War ja klar, dass es so drauf ist. Da, Sniper! Oben. Oh, war das knapp. Wir müssen dorthin. Los! Ich kann nicht. Habe ich einen Smoke zufällig dabei? Granaten hatte ich gerade. Er hat's auf dich abgesehen, Farah. Los jetzt, Farah. Russisches Fahrzeug, zielen drauf. Let's go. Oh, die sind in Deckung gegangen. Einige getroffen mit der Granate. Shit, eines draufgegangen. Boah, ich deck die schon so mit Schüssen ein. Komm schon. Sliden! Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Dafür habe ich aber jetzt die Granate. Sie sagt so, ich werde getroffen. Nur so eine Drecksgranate. Ich glaube, wenn man hier sitzt, wird man fast gar nicht getroffen. Holy fuck, wir haben die jetzt ein bisschen schneller freigeräumt als gerade. Langsam aber sicher.
ist immer so geil, wie die das sagt. Dann kriegen wir die Rakete ab. Ich kann gar nicht reagieren. Wow. Dieser Sniper ist schon brutal, ey. Wir müssen den Scharfschützen aufhalten. Ja, nur wie? Mist, ich brauche die Waffe von dem. Die hat ein Visier dran. So könnte es was werden. Ich glaube, ich habe ihn. Keine Chance. Wie komme ich da vorbei? Ich raus, werde ich von Raketen getroffen. Ich noch ein Stück weiter, kriegt der Sniper an mich. Kurz warten. Ich meine, ich habe den erwischt. Zum Lagerhaus. Na los. Gut, wenn wir von Deckung zu Deckung gehen, geht's eigentlich. Feuer auf die. Scheiße, wenn ich wüsste, wo die jetzt herkommt. Doch von da oben. Rüber zum Lagerhaus. Schieß auf die Laster. Oh nein! Gut, gut, gib mir Deckung. Kacke. Ey, das ist super gefährlich. Vielleicht der krasseste Schusswechsel bisher. Na, krümm dich ruhig. Wird dir nichts helfen. Der Sniper, der kriegt mich aus jeder Position. Das war sauknapp gerade. Ist man zu lange in einer Position, fliegt die Granate. So, wo ist jetzt der scheiß Sniper? Oh, mit Gasmaske sogar. Wo ist der Raketenwerfer? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab gesehen, Pfarrer! Den hol ich aus seinem Nest. Yeah! So macht man's. Leck mich mit deiner Granate. Geil, dass die KI mal aktiv ist, ey. Sonst stehen die mal rum und lassen sie abknallen. Boah! Wer ist Commander Karim? Oh shit, Price hat die gerettet. Karim. Sie haben uns kontaktiert. Lieutenant John Price. Wo sind die anderen? Da drin. Geradeaus durch. Dicht folgen. Oh, wie jung der aussieht. Kein Bart. Gehen wir, Jungs. War das denn Zeiten zu Modern Warfare? Hab zwei. Sichert. Also zu dem ersten natürlich. Sollte ich nicht eigentlich eine die Maske Gaffe haben? Er verbrennt die Beweise. Und die Gefangenen. Zurück. Wir brechen durch. Los! Alles gesichert. Und er denkt, er wäre im Recht. Ich öffne die Sprinkler. Mach du die Tür auf, Karim. Ist verschlossen! Auf! Sieh! Fester! Schwestern! Kadir, alles okay? Sie sind da. Ja. Geschafft. Dank dir. Durchatmen. Sucht Überlebende und Vorräte. Wir gehen. Nach Norden. Nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4. Zeitfenster bestätigen. 10 Minuten. Roger. Orbit halten.
Beeilt euch, selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Leute, Serna. Ja, Vater. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen? Wir haben... Die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflug in 2. Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Katalas Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man es ihm übel nehmen, ne? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldige werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Und der Sergeant? Ist bereit. Ich bringe Sie rein, dann sind Sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gasnation. Ich mach das schon. Eine tolle Aussicht, Nikolai. Warte mal, Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Hm. Da sind zwei an der Tür. Mehr Al-Qadala im Innern. Fahrzeug kommt. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur, Wichser. Der Schlechter, gelbes Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Hinter. Kein Hadir. Freier Schuss. Verlockend. Noch nicht. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten. Wird fies. Die Uhr tickt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Das ein paar Stunden oder ist weniger. Eine wahre Black Ops Mission hier. Mir ging nicht in so kurzer Zeit. Schalldämpfer, Munition, Kaltblendgranaten. Ganz ehrlich, arbeiten, Nick. Ich glaube, ich nehme 40er Hohlspitz. Boah, das sind geile Waffen. Wie du es magst. Oder mit Visier. Guck mal, mit Visier oder ein bisschen mehr Wumms. Versteck sie vorerst. Ah, ich kann nicht widerstehen. Ich würde beide gerne mitnehmen. Okay. Bring das Paket. Auf den mal ein bisschen Weg mehr Wumms. Die mit Visier hatten wir so oft. Auf geht's. Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Privet. Privet. Dobre utro. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Wir beseitigen die Wachen, damit sie keinen Alarm schlagen und dringen dann über die Hintertür ein. Roger. Auf mein Zeichen schießen, nicht vorher. Kriegen wir hin. Gar nicht unauffällig. Bleiben, wir haben Befugnis. Sag's ihm, Kai. Hier. Boah, das ist mal Wumms, ey. Nikolai, Müll auf den Straßen. Hilft ein Schalldämpfer überhaupt? Du denkst an alles. Hier rein. Aufpassen, der Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Oh, Rachel, ba-ba-ba. Sondern Sie. Hey, sag mal, wir können doch nicht schießen. Unseren neuen Soldaten. Sein Stab. Neuer Soldat. Hadir. Ist unser Glück. Wenn der Wolf noch lebt, wird er stolz auf euch sein. Und wenn er tot ist, bringen wir all jenen seine Wahrheit, die sich einmischen, wo sie nicht erwünscht sind. Doch, schalte sie aus. Heute Nacht überbringen wir der Welt unsere Botschaft. Kann leider den Schlechter nicht töten.
Also ganz ehrlich, die mit viel Wumms waren eine blöde Entscheidung. Und auch noch einen Schalldämpfer ranmachen. Schnell hinterher, nehmen wir die NPC mit. Und hinterher und Druck machen. Und zoomen und gucken, wo sind die? Wo sind die Ziele? Ausschalten. Sperrstunde, Jungs. Lass sie nicht entkommen. Erledigt. Ballert um die Ecke gehen. Also wir müssen uns auch gleichzeitig offen abriegeln. Wir müssen absichern. Feuer einstellen. Verdammte Scheiße. Gott, in dieser kleinen Pissstadt. Nikolai, das Ziel bewegt sich in Richtung Nord. Maschinenpistole war hier genau die richtige Wahl. Ich weiß, wo ihr seid. Woher? Folge ihm, ich fange ihn von der anderen Seite ab. Roger! Das ist unser nächstes Ziel. Wenn wir den haben, sind wir einen ganzen Schritt näher. Zack. Eine Pisser! Sergeant? Kann man nur sowas sagen und die Granate werfen? Das Ziel bewegt sich. Flussufer. Der Schlechter überquert die Brücke, Sergeant. Als ob die jetzt nicht wissen, was hier abgeht, ey. Das ist nicht mehr Black Ops in Undercover. Kontakt, Fahrzeug, direkt voraus. Seh's. Wir haben einen Raketenwerfer. Ausschalten! Genau. Granaten habe ich keine. Ja, ist klar. Wieso habe ich Captain Price neben mir stehen und der hilft mir nicht, meine Flanke zu sichern? Check ich nicht. Kontakt, Fahrzeug, direkt voraus. Raketenwerfer! Ausschalten! Hab ich schon. Raketenwerfer zerstört! Genau so geht das. Hier müssen wir schön Deckung suchen. Nicht im Offenen stehen. Oh. Wo soll ich denn wissen, dass das ein Zivilist ist, ey? Ausschalten! Oh mein Gott, direkt am Kopf vorbei. Alter. Das waren zwei Schüsse. Ich war noch nicht mal verletzt davor. Was geht ab? Wie ist denn dann der höhere Schwierigkeitsgrad? Beiden höheren. Kontakt, Fahrzeug, direkt voraus. Guckt euch das an. Ich geh wieder fast drauf. Obwohl ich in Deckung bin. Sie hat Captain Price meinen umgenietet. Gesichert! Der Schlechter haut ab! Hinterher! Sehr gut. Schneller! Wer sitzt in der Falle? Immer Druck machen, immer weiter. Hinter dem Zaun. Hier geht das Café, Flussufer Süden. Wo steckst du? Komme, Captain. Auf Verstärkungen achten. Wo zur Hölle kommen die nur her? Das ist eine gute Frage. Hier ist nämlich eine ganze Armee auf einmal. Molotow, Vorsicht! Entkommen! Ich bin da ein Weg. Auf dem Weg zum Fluss. Oh yeah! Wir haben ihn. Hirnerschütterung macht Flucht genau, schwierig, wenn man ihn braucht. Wer seid ihr? Kaboom. Meine Männer schicken eure Köpfe heim zu euren Familien. Halt die Fresse, dreckiger Mistkerl. Einsteigen, Sergeant. Und wir werden natürlich gleich gejagt werden. Es gibt ein Problem. Was? Der Motor streikt ein wenig. Zahl ihn die Strecke. Wir müssen. Nix da. Mist, das waren meine einzigen Raketen.
Komm schon. Polizei ist da. Holy shit, das sind viele. Erst an. Los. Gut. Wow. Geil. Wo sind die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS?